Für den Aufstieg würde schon ein Unentschieden reichen, aber jetzt will man auch den Sieg. Ein kluger Kopf hat mal die Binse rausgehauen. Es wäre das Hin- und Herwogen des Spielgeschehens, das den Fußball so interessant macht. Ja, das ist dieses Auf und Ab. Chance üben, Chance drüben und zwischendurch auch mal Langeweile. Die Spieler sind unterwegs und wir freuen uns auf 90 Minuten guten Fußball. Company. Fabregas. Sturridge. Felipe Luis. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Koscielny. Er attackiert ihn. Er will den Ball. Sturridge. Schürrle. Und nun Adrian Ramos. Koscielny. Felipe Luis. Fabregas. Nasri. Ganz starke Aktion vom Abwehrspieler. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Thiago Silva. Baba. Diego Costa. Ja, da ist er ja fast der 11. Feldspieler. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht und es war wichtig, dass er hier rauskam. Und nun Adrian Ramos. Gut gemacht. Früh in Führung gegangen. Wenn sie sich jetzt nur nicht darauf beschränken, die Führung zu verwalten, dann haut das hin mit dem Aufstieg. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Aubameyang. Schürrle. Das ist keine Aufgabe für den Torwart hier. Nee, nicht wirklich. Also, das war easy. Nasri. Ein ehrenwerter Versuch, aber kein Tor. Mit so einem Schuss kannst du den Torwart natürlich nicht bezwingen. Ja, das habe sogar ich ohne Brille sofort gesehen, dass dieser Ball nicht einschlagen wird. Das kann der Schiri normalerweise nicht durchgehen lassen. Well done to Christopher and Julian Bender on their recent Melbourne Charity Cycling Trip. Guys say they've been chasing everyone now. Diesen Schiri kennen wir, der gibt garantiert Freistoß. Schürrle. Mit dem Schiedsrichter diskutieren. Das war eine richtige Entscheidung. Elfmeter. Seine Elfmeterschütze. Kein Problem. Total souverän. Ja, so eine Chance, die lässt er sich natürlich nicht entgehen. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Nasri. Aubameyang. Schweinsteiger am Ball.
Diskussion. Er trifft hier klar den Gegner. Das war ein Foul. Keine Frage. Und da lag der Schiedsrichter richtig mit seiner Entscheidung, hier abzupfeifen. Das sah ja schon fast so aus, als wollte er den Torwart veralbern. Hat er auch getan. Gut, dass das Ding drin war für ihn. Sicher und professionell verwandelt dieser Elfmeter. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau. Nicht selbstverständlich. Ich glaube nicht, dass das noch kippen kann bei dieser komfortablen Führung. Jetzt ist er ganz frei durch. Und er ist drin. Und noch ein Tor zum Glück. Ihr Traum, der Aufstieg, er rückt damit noch ein Stück näher. Also ich habe nach diesem Tor so allmählich den Eindruck, die Mannschaft fällt auseinander. Ja, genau so wirkt das und das kann noch richtig bitter werden. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Grandiose Attacke und das wird belohnt mit Ballbesitz. Und Achtung, was macht der Schiedsrichter? Natürlich muss er das pfeifen, aber er muss doch nicht die gelbe Karte zeigen. Völlig überzogen und er bringt sich damit als Schiedsrichter auch unter Druck, denn diese Linie muss er jetzt durchhalten. Sieht gefährlich aus. Achtung! Und sie treffen schon wieder gegen einen Gegner, der jetzt kaum noch Gegenwehr leistet. Oh, 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 jetzt sind die anderen aber richtig am Boden. Ja, und zu Recht, denn da kassieren sie das nächste Ding, stehen wieder nur dabei und so kann man nicht gewinnen. Ganz klare Führung jetzt. Nasri. Sturridge. Xabi Alonso. Schweinsteiger am Ball. Geht er rein? Und der Ball springt vom Torhüter ins Tor. Ich glaube, da bahnt sich sowas wie eine Demütigung an. Ja, ja, also das ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier so eine Situation haben. Die Partie ist gelaufen. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Und nun Adrian Ramos. Sturridge. Felipe Luis. Und nun Adrian Ramos. Super Pass. Jetzt. Das wird ganz gefährlich. Achtung. Und noch ein weiterer Treffer. Die drei Punkte sind im Sack. Und bei den anderen, da geht es so richtig auf Selbstbewusstsein. Ja, aber jetzt schau noch mal hin, Manni. Da ist überhaupt keine Gegenwehr. Gar nichts. Oh, das ist aber jetzt schon eine komfortable Führung. Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Diego Costa. Und nun Adrian Ramos. Schiedsrichter legt sich fest, es gibt Freistoß. Oh, die Abwehr ein bisschen überrascht. Aubameyang. Das war die erste Hälfte.
und die hatte einiges an Überraschungen. Der zweite Durchgang hat gerade erst begonnen, aber eigentlich ist die Partie schon so gut wie entschieden. Jetzt schießt er und ein weiteres Tor. Ja, da ist sie, die gute alte Leistungsgesellschaft, und die Leistung des Torhüters ist einfach, ja, muss man ganz deutlich so auf den Punkt bringen. Ich weiß auch nicht, ob er aus diesem Loch, das er sich da gegraben hat, heute noch rauskommt. Und diese Führung hier ist mehr als deutlich. Schweinsteiger. Das könnte was werden. Achtung, jetzt! Tja, jetzt wird's für die einen aber langsam peinlich. Schon wieder ein Tor. Das, Frank, nennt man wohl eine deutliche Sprache jetzt. Ja, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass da sich noch mal was ändert. Das packen die anderen nicht mehr. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Und hier ist die Zahl der Fouls bisher. Direkt vor dem Tor abgeblockt. Er steht da hinten mit ganz breiter Brust. Und er steht vor allen Dingen immer genau da, wo er als Verteidiger stehen muss. Aubameyang. Sturridge. Schürrle. Und nun Adrian Ramos. Kompany. Diego Costa. Sofort abgezogen und es muss Einwurf geben. Piszczek. Aubameyang. Ein Versuch der Balleroberung. Schönes Stellungsspiel. So, jetzt zieht er ab. Ball im Aus, gibt Einwurf. Diego Costa. Das ist ein Freistoß. Nah am Tor, aus vielversprechender Position. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Xabi Alonso. Aubameyang. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Oh, da haben sie sich nicht viel Zeit gelassen. Aubameyang. Piszczek. Und nun Adrian Ramos. Diego Costa. Luis Gustavo. Torwart konzentriert sich auf diesen Eckball. Nochmal das Tor von vorhin zum Genießen. Mal gucken, was die Wiederholung so hergibt. Und zur doch kein Tor, er rettet noch. Wie hat er den da noch ausgeholt? Das muss er pfeifen. Und das hat er gepfiffen. Und es gibt Elfmeter. Meter.